Vor über 3 Jahren habe ich ein Minecraft-Let's Play gestartet, was ungeahnte Ausmaße angenommen hat, was ich unbedingt in Survival Minecraft bauen will und werde. Ich upgrade heute die Welt, mein Minecraft läuft auf der 1.19.2. Ich werde jetzt nochmal ein paar Vorbereitungen für den Stream machen. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge! Zur Vorbereitung des ersten großen Progress habe ich aber noch ein bisschen Holz geholt, da ich einfach immer zu wenig an den Holzfarmen AFK stand. Dabei ist mir eine Schalker-Kiste in die Holzfarm gerutscht und habe eine komplette Baumfarm zerstört. Komplett kaputt. Ich habe dann angefangen, Teile zu reparieren, bin aber noch nicht ganz fertig. Konnte zum Glück aber ein bisschen Holz erlangen. Und dann ging es los mit dem ersten Stream. Viel Spaß. Ich stand AFK an der Baumfarm und habe Holz gefarmt für heute, weil wir werden hier heute, also ich werde jetzt gleich Stuff holen und dann legen wir hier einfach los und bauen. Also wir bauen jetzt einfach los beim Emmerpolis. Wie auch immer ist mir die Baumfarm kaputt gegangen. Die habe ich gestern noch angefangen zu reparieren für 2 Stunden, habe es aber nicht komplett hinbekommen. Und jetzt habe ich nur eine Doppelkiste Eichenholz, die hoffentlich heute erstmal für eine Weile ausreicht. Dann muss ich erstmal offscreen, repariere ich dann noch die Baumfarm nebenbei. Wir gehen mal ganz kurz auf die Emmerpolis-Welt und dann erzähle ich euch meinen Plan. Ich habe mir nämlich schon einen Plan gemacht und mir angeguckt, was schwierig werden könnte und was ja im Prinzip nicht schwierig wird. Diese Grundkonstruktion hier haben wir ja hier unten schon, die hier steht. Und was uns im Prinzip fehlt, sind die Pfeiler, diese Grundwände und halt diese ersten Etagenabteile. Und in den Pfeilern, so wie in diesem ersten Etagenabteil, ist halt super viel Holz. Das habe ich schon gefarmt, also da habe ich schon vorgesorgt. Und heute wäre Ziel im Prinzip, diese Pfeiler hier hochzuziehen und die Grundpfeiler hochzuziehen. Nicht die Wände, machen wir heute nicht, sondern wirklich nur diese Pfeiler hier. Aber geiler Facecam-Rahmen. Ich habe diesen Facecam-Rahmen hier, den habe ich aus dem Internet gezogen. So, das war so ein Free-Template. Jetzt habe ich schon mit meinem ehemaligen Cutter, mit dem habe ich jetzt geredet und der animiert mir das jetzt noch. Also das im Prinzip diese gelben Streifen, guck mal hier, die hier, dass da so Lichter gehen, wisst ihr, wie ich meine? So, aber so langsame Lichter, nicht so schnell, nicht so auf ADHS, sondern so ganz langsame, ruhige Lichter, die dann hier so überall langlaufen und dass es ein bisschen wertiger aussieht. Hier, um das mal ganz kurz zu zeigen, Jungs. Also ich habe jetzt die beiden Sachen, die Seite und die Seite habe ich schon repariert. Die standen komplett kaputt, also ich musste hier im Prinzip beides komplett abbauen und neu placen. Und dann habe ich geguckt und mich gewundert, warum die Bäume nicht mehr abtransportiert werden. Dieses ganze Holz, was hier lose ist, hat es einfach irgendwo hingedrückt und hat im Prinzip die ganze Farm zerdrückt. Und hier unten ist alles im Arsch. Also hier ist wirklich alles kreuz und quer. Guck, ich verstehe das auch gar nicht, wie das passieren konnte. Ja, und das muss ich noch reparieren, aber ich glaube, danach geht die Farm schon wieder. Guck mal, auf jeden Fall, das sind die Eichenholzstämme und das hier ist das Birkenholz. Also Birkenholz haben wir erstmal genug zum Verballern, aber Eichenholz ist halt wenig, ne? Glaubt ihr, Ausleuchten wäre erstmal eine Idee? Ja, wir machen erstmal Ausleuchten. Wir könnten auch Leuchtsteine nehmen. Leuchtsteine, Glowstone. Wir nehmen Glowstone. Wenn du so anfängst, kommst du wieder zu nichts. Das Problem ist, Digga, dass hier jetzt überall, hier können jetzt überall Endermen spawnen und die Endermen klauen mir den Kies, der hier halt platziert ist. Und dann habe ich, wenn ich mit der Fassade des Emmerpolis fertig bin, kann ich direkt von vorne anfangen, weil überall irgendwelche Kieslöcher sind. Ich werde auch... Ja, diese Welt ist eine Katastrophe. Warum steht hier eine Schalker-Kiste voll mit Wither-Skelett-Schädeln? Du musst jetzt in der 1.19.4 mehr ausleuchten, warum? Junge, lernen lesen. Oh, das Problem hatte ich damals auch schon, ne? Dass ich den Chat immer falsch gelesen habe. Obwohl ich jetzt Kontaktlinsen habe, Chat. Guck mal. Seht ihr die? Warte. Sieht man die? Ich weiß es nicht. Kein Kotzreiz. Dich, Wolf. Gott. Also wir brauchen jetzt zuallererst erstmal für die Grundpfeiler nur den Stuff, den wir hier schon in den Kisten haben. Das ist easy. Und danach brauchen wir nur Holz und Sandstone Slabs, wenn ich mich nicht irre. Aber wir bauen jetzt erstmal um den gesamten Emmerpolis die... zweite Ebene im Prinzip. Warte mal, ich zeig's euch nochmal auf einem anderen Tab, Digga. Das steht jetzt noch nicht und das bauen wir jetzt erstmal komplett drumherum.
Und das hier wäre dann das mit Sandstone, was gebaut werden müsste. Aber vorher halt die Holzsachen, die dahinter sind. Und da drüben fangen wir jetzt an mit den Pfosten, mit den Pfeilern. Oh, und was mache ich denn hier eigentlich? Ich kann ja den Ember Pillars nicht um die Kisten rumbauen. Oh, nee, Digga. Warte bis zum Ende, dann ist weniger Stuff drin. Ja, aber dann muss ich ja jetzt bis zum Ende die Fassaden um diese Scheiße... Obwohl, eigentlich guter Call. Nee, wir machen es einfach. Wir machen nur hier oben diese Plattform weg, diese Trichterplattform. Ey, Digga, ich hab echt zu viel Langeweile gehabt, ne? Lassen diese drei Blöcke an Kisten mit Trichtern stehen. Dann bauen wir den Ember Pillars drumherum. Und dann reiße ich die am Ende ab. Ja, das ist ein guter Call. So machen wir das. Wir fangen mal, Chat, mit den Ember Pillars Walls jetzt auf der Seite an. Hier kommt noch einer hin, genau. 1, 2, 3, 4. Dann ist hier Holz, Holz, Holz. Und hier ist dann wieder Stein, 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 Stein. Und dann wieder Holz und dann erkennt man das Muster ja schon so langsam. Das ist schon krass, wenn man sich überlegt, wenn der Ember Pillars steht, kann ich einfach mit drei Dreierraketen durch den Innenraum fliegen. Ist schon groß. Also geht noch größer, aber ist schon groß. Und dann müssen wir noch Custom Trees. Oh, ich habe richtig Bock, Custom Trees auch zu bauen. Aber why hast du dich umbenannt? Na, ich habe es vorhin schon erzählt. Ich hatte halt einfach das Ding, dass ich Motorradvideos angefangen habe. Und ich kann mich halt, also mit Motorradvideos kann ich mich ja nicht Valation irgendwas nennen. Ist halt einfach komisch und unangenehm, das auch Leuten zu erklären und zu sagen, ja, Valation und was weiß ich. Und dann wollte ich mich unbedingt Per überall nennen, weil Per halt auch mein Name ist einfach. Der ist authentisch, der ist gut, das passt. So, ich heiße halt so. Lol, und Per ist auch so ein Name. Keine Ahnung, würde ich jetzt... No Front, aber würde ich jetzt Alex heißen oder würde ich Pascal heißen, würde ich Tim heißen. Wäre es nochmal was anderes, finde ich, weil das einfach Namen sind, die du super oft hörst und super oft super viel hast. So, ist halt einfach so. Kann man auch nichts anderes sagen. Keine Ahnung, ich habe noch nie einen anderen Pair getroffen, also mit 2 E. Deswegen dachte ich mir, komm, ist doch perfekt, Alter. Ja, perfekt. Und dann habe ich mich Motopair genannt und habe gesagt, okay, dann will ich aber auch alle Channel auf eine Ebene bringen. Auch Instagram, da hieß ja auch noch Relation und so. Dann habe ich gesagt, okay, nenne ich mich jetzt überall Pair einfach, komm, mach. Ja, und jetzt heiße ich Pair. Ich finde Pair auch super. Also ich kann auch gegen Pair. Pair ist einfach geil. Pascal, top Name. Ja, ich sage ja nicht, dass Alex oder Pascal oder Tim schlechte Namen sind. Sind super Namen, also gar keine Frage. Aber sind halt super oft vertreten und sehr viele Leute heißen so, weißt du, wie ich meine? Und vielleicht fehlt dann da das Alleinstellungsmerkmal, dass man sagt, okay, komm, ich suche mir doch lieber einen Künstlernamen. Einfach um halt wiedererkannt zu werden. Für den Wiedererkennungsmerkmal. Was gibt's noch auf Paul, Digga? Paul ist ja auch, also ich glaube, ich habe schon in meinem Leben bestimmt 30 Pauls kennengelernt, mindestens. Ja, Finn. Finn ist auch, also Finn, ich kenne allein jetzt aus meinem wirklich engeren Bekanntenkreis, also Leuten, mit denen ich jede Woche mindestens einmal Kontakt habe, kenne ich 4 Finns. 4. 4 Finns, Digga. Isadora? Isadora ist ja ein Scheißname, Digga. Dann nennen sie Isadora, also Doppelname. Aber doch nicht Isadora, was ist das denn? Isadora, das klingt jetzt halt so zwei Namen, da könntest du auch Annabella nehmen oder sowas, Digga. So, eigentlich Anna und eigentlich Bella und dann nimmst du einfach Annabella. So eine Annabella ist genauso weird. Ich denke, es gibt auch Jungsbeispiele. Ich habe einen, der mir auf der Zunge liegt. Genau, wenn du dein Kind, statt dem du ihn Max nennst, nennst du ihn Maximilian. Bruder! Was denn für Maximilian? Wer will denn Maximilian heißen? Also ich, Real Talk, ich finde als Sohnemann-Namen Adonis richtig cool. Adonis hat aber auch so krasses Mobbing-Potenzial, Digga. Stell euch mal vor, der heißt, du nennst ihn Adonis und danach sieht er aber aus wie ein Pascal. Weißt du, wie ich meine? So, wenn es dann so... Es wird dann schwierig einfach. Wir haben jetzt hier überall im Prinzip die Erhöhungen für die Grundpfeiler gebaut. Wir gehen jetzt nochmal kurz auf die Ember Pillars Welt und gucken mal, was der Next Step wäre, der next sinnvolle Step. Also prinzipiell haben wir jetzt die Sachen. Wenn ich jetzt die Wände bauen würde, müsste ich vorher halt nochmal die Endstein farmen. Worauf ich echt keinen Bock habe momentan. Wie komme ich an glatten Sandstein, Chat? Muss ich Sandstein braten bestimmt, wa? Ja? Ja, siehst du? Muss ich gar nicht hier testen eigentlich. Ja, und dann müsste ich halt super viel Sandstein braten. Momentan haben wir auf der Welt keinen automatischen Furnace. Außer einen an der Raid Farm, dem ich aber kein Vertrauen schenke. Wir machen uns den Plan für morgen, Chat, dass wir erstmal einen Ofen bauen, wo wir Trichter ranpacken. Dann holen wir Kohle von der Wither Skeletten Farm, so viel wie wir haben.
Und die Kohle packen wir dann direkt in den Ofen, sodass schon mal Sandstein durchgebraten wird in der Zeit, wo wir bauen. Und dann werde ich in der Zwischenzeit dann, wenn im Prinzip das schon anfängt durchzubraten und wir schon alles befüllt haben, anfangen, das Holz umzucraften zu Treppen. Und dann bauen wir direkt die Pfeiler bis hier. Genau bis hier. Und ich hoffe mal, dass in der Zwischenzeit dann so viel Stone oder Sandstein schon gebrannt wird, dass wir dann schon mal die Grundlage haben, um mit glattem Sandstein die Fenster und Co. weiterzubauen. Obwohl, warte mal. Ach so. Oh. Daran habe ich, das habe ich jetzt gar nicht bedacht gerade. Guck mal. Ich habe schon mal, scheinbar, irgendwann habe ich schon mal mitgedacht. Doppelkiste Kohle. Ein Kohleblock reicht für ein Stack Blöcke, ne? Doppelkiste Kohle sind 2400 Items oder sowas? Ja, recht locker. Recht locker. Ja, die Ersterträge kommen auch zusammen. Perfekt. Dann haben wir jetzt doch einen Supersmelter gebaut, wenn ihr es so wollt. Aber einen kleinen. Einen süßen kleinen Supersmelter mit 60 Öfen. Der uns jetzt, ich denke mal, um die 14 bis 20 Doppelkisten Smooth Sandstone und ein bisschen Stein, Smooth Stone und sowas brät. Ich denke mal, wir werden den, sobald es fertig ist, nochmal befüllen. Damit wir einfach wirklich genug haben. Weil ich weiß nicht genau aus dem Kopf, wie viel Smooth Sandstone ich brauche. Ich denke aber mal ein bisschen mehr als das hier, was hier jetzt geschmolzen wird. Wir brauchen jetzt das hier. Einfach nur ein Muster mit Blöcken, Treppen, Blöcken, Treppen, Blöcken, Treppen, Blöcken, Treppen. In einem Verhältnis von, ich würde sagen, 30 zu 70. 70 Birkenholz, 30 Eichenholz. Und wir craften jetzt im Prinzip schon um zu Treppen und zu Blöcken, dass wir die dann einfach nur noch placen müssen. Also Chat, wichtig ist, da müsst auch ihr drauf achten, dass wir 70 zu 30 bauen. Also 70% Birkenholz, 30% Eichenholz. Es muss weniger sein auf jeden Fall. Es muss weniger Eichenholz. Oh, sorry, Digga. Huch. Es muss weniger Eichenholz drin sein als Birke. 1, 2, 3, 4. 8. Es geht sogar relativ flott, das schaffen wir locker heute. Oh, das ist geil! Da, Digga. Geil, geil. Es geht weiter. Es geht weiter. Geil, geil, Digga. Alter, ihr glaubt gar nicht, was gerade für Glückshormone in meinem Körper ausgeschüttet werden. Nur aus dem Grund, dass ich jetzt hier weiterbaue, weil ich finde es einfach geil irgendwie. Ich finde es richtig geil, Alter. Und kurz, um das nochmal euch auf der Zunge zergehen zu lassen. Ich habe vier Baumfarmen gebaut und habe jetzt an einer Baumfarm gerade mal vielleicht 5 Stunden AFK gestanden und wahrscheinlich reicht der Ertrag dieser 5 Stunden AFK stehen für nahe nicht den kompletten Amapillis, aber für so 60%, denke ich mal. Je nachdem, wie viel das halt hier jetzt an Holz verbraucht, ich weiß es ja noch nicht. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, dass es gar nicht so viel verbraucht, wie ich denke. Sag mal ehrlich, das sieht schon krass geil aus, oder? Oh, ist das cool! Verdammt, verdammt ist das cool. Guck mal, also das hier wird der Eingangsbereich erstmal. Also wir müssen das so bauen, die Tür hier wird so gebaut, als wäre sie offen. Und die anderen Türen auch, als wären die offen und dann kommst du im Prinzip rein. Und das hier wird dann mit Birkenholz wahrscheinlich am ehesten gebaut. Und dann hast du hier halt Treppen, die hier hochführen, zack, 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 hast du hier die erste Ebene. Und dann könnte man theoretisch das Lagersystem entweder direkt auf die Etage bauen und oder auf die Etage hier oben. So, und dann hast du hier im Prinzip immer einzelne Gänge. Und in diesen Gängen sollen dann die Kisten stehen. Ich weiß, wir werden nicht den kompletten Amapillis voll mit Kistenlager bauen können. Das ist auch ein bisschen quatschig hier geplant. Aber zum Beispiel wäre das hier der Grundraum. Und dann könnte man sagen, okay, hier sind Baublöcke. Da ist keine Ahnung was, da ist keine Ahnung was. Und dann könnte man das gleiche hier genauso machen. Hier ist das. Und hier ist was anderes. So mäßig. Wisst ihr, wie ich meine? Das hier soll auch alles offen sein. Also hier soll im Prinzip ein offener Raum sein, dass man hier runter gucken kann, so mäßig. Ich glaube, das könnte alles relativ cool sein von der Inneneinrichtung her. Na, ich will halt, also ich finde es immer doof, wenn man große Sachen baut, aber die nicht innen einrichtet. Und ich will den Platz, den ich im Amapillis habe, schon bestmöglich nutzen, im besten Fall. Und die Schall, also die Wall, die wir da haben, wird ja dann zum Beispiel auch in den Keller des Amapillis übertragen. Also die bleibt ja dann draußen nicht stehen. Ich habe dann direkt den gebauten Ofen noch neu befüllt, da der durchgebrannt war. Und habe danach noch bei dieser komischen Kistenlinie ein paar Kisten, die einfach komplett leer waren, abgebaut, so wie die Trichter auch. Dann ist mir aufgefallen, dass meine Axt gefühlt komplett kaputt ist und ich gar keine anderen Äxte im Projekt habe,
Bedeutet, ich habe mir Äxte geschnappt und habe von 4700 Level wegenchantet. Und das tat weh. So, jetzt, Jungs, haltet eure Herzen fest. Okay? Haltet eure Herzen fest. Bitte. Das waren gerade eine Stunde AFK-Zeit. Mindestens. Doch, Jungs, doch. Es müssen manchmal Dinge getan werden, die nicht jedem gefallen. Es müssen manchmal Dinge für den Fortschritt getan werden, die manche leiden lassen und andere fliegen lassen. Und genau das ist eine Sache, die für den Fortschritt getan werden muss. Da krieg ja selbst ich Schweißattacken, du. Ja, sagt nix. Sagt nix. Es ist einfach eine Befreiung, von diesen Leveln wegzukommen, dass wenn ich mal sterbe beim AFK stehen oder was weiß ich, dass es kein Scheiße, Mann, mehr ist. So, Chat, dann wollen wir jetzt so weiter. Alles erledigt. 75% sind down. Das ist schon wirklich geil. Das sieht wirklich krass aus, ja. Also, ohne Scheißsätze. Das haben wir einfach jetzt gebaut, alles. Alles an einem Stück durchgezogen. Das ist so cool. Dann wäre das echt richtig perfekt. Und auch hier ist noch wesentlich mehr glatter Sandstein zusammengekommen und es brennt auch noch. Also wir werden auf jeden Fall nicht arm werden. Boah, ist das cool. Alter. Das ist so cool. Warte mal bitte ganz kurz. Wir gucken, ich muss mal kurz eine Sache recherchieren. Ja, das ist ziemlich genau das gleiche Bild eigentlich. Ja, ziemlich genau. Das ist heftig, oder? Ja, das ist schon heftig. Das ist der Berg, der da stand. Das ist so cool hier einfach. Ich könnte hier jetzt so 10 Minuten bestimmt lang fliegen, einfach um mir das alles so anzugucken. Nehmen wir unseren ganzen wichtigen Stuff mit und dann fliegen wir jetzt ins End. Und farmen ein bisschen.